Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Zwei kurze Vorbemerkungen. Lieber Mitbruder im priesterlichen Dienst, Pater Paul, ich habe dich ganz vergessen vorzustellen. Mea culpa. Er ist in Deutschland tätig und auch in der Evangelisation, in der Neuevangelisation, vom Bischof extra auch diesen Auftrag bekommen, und er macht ab und zu auch hier in der Schweiz Exerzitien im Flüeli Rampft, im Klausenhof. Da durfte ich dir, als ich noch nicht Priester war, auch schon begegnen. Vergelt's dort für dein Hiersein, mitbeten und konzelebrieren. Und eine zweite Vorbemerkung, für all jene, die ein dickes Portemonnaie haben, ich möchte eure Befürchtung jetzt ein bisschen stillen, es geht in diesem Evangelium nicht um mehr Spendengelder zu generieren. Also das als Beruhigung für alle, die ein dickes Portemonnaie haben. Es geht nicht darum, um etwas ganz anderes im Tiefsten. Und diese Tiefe wollen wir jetzt gemeinsam aufsuchen, drei Punkte zu diesem Evangelium heute. Da heißt es ja, da kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein, und es war alles, was sie besaß, ihr ganzer Lebensunterhalt. Sie gibt alles, was sie hat, dem Tempel. Den Tempel in Jerusalem. Das war der zweite Tempel. Der erste, Salomo, hat ihn aufgebaut. Er ist dann im 6. Jahrhundert zerstört worden von Nebukadnezar. Und da wurde der zweite Tempel aufgebaut. Und das war ein prachtvolles Gebäude. Und das war der Ort der Gegenwart Gottes für die Juden. Deshalb, dort hat man auch Opfer dargebracht, im Tempel von Jerusalem. Und dort, bevor du hineingekommen bist, hat es eine Kasse gehabt, und dann hat man ein Opfergeld hineingelegt. Für den Tempel. Jetzt müssen wir aber dieses Evangelium von heute natürlich im Kontext anschauen, weil ein Kapitel später spricht Jesus auch vom Tempel. Und zwar, dass er selbst der Tempel ist und diesen Tempel da, das große Gebäude, niederreißen wird und in 3 Tagen wieder aufbauen. Das sagt Jesus kurz vorher. Also dürfen wir, wenn uns das Markus hier sagt, sehr wohl auch das drin sehen in diesem Evangelium, dass diese Witwe alles dem Tempel gibt, beziehungsweise alles Christus gibt, oder noch anders gesagt, alles der Kirche, von woher sie ihr ganzes Heil erwartet. Also, sie gibt sich vollkommen und ganz hin für den Herrn, für Jesus. Sie vertraut ihm und sie lässt sich so auch von ihm berühren. Denn ganz Hingabe, das ist auch zwischenmenschlich so, wenn ich mich jemand ganz hingebe, dann lasse ich mich automatisch auch vom anderen berühren. Doch wir wissen, dass das gerade vielen Menschen heute sehr schwer fällt, sich wirklich berühren zu lassen. Gerade die Männer haben da manchmal so ihre Schwierigkeiten, weil die sehr stark da oben verankert sind und nicht im Herzen. Die suchen dann alles rational zu erklären. Ich erlebe das immer wieder, ich habe es gerade jetzt letzte Woche auch, habe ich einen Vortrag gehabt über die 10 Gebote und dann auch natürlich das 3. Gebot, das soll den Sonntag heilen, habe ich gesagt, es gehört sich für einen Katholiken, jeden Sonntag in die Heilige Messe zu gehen. Das ist sonst auch ein Vergehen. Es ist eine Sünde, wenn man das einfach so fahrlässig nicht geht. Danach
dem Vortag kommt dieser junge Mann zu mir: Ja, aber warum muss man denn am Sonntag? Man könnte doch auch unter der Woche und so weiter und so fort. Und ihr kennt das. Es gibt Sachen, da kannst du stundenlang darüber diskutieren, diskutieren. Du kommst an kein Ende. Es ist so eine endlose Spirale. Die dreht sich, man kommt kein Ziel. Wir sehen das auch in der Kirche. Die Kirche, du jetzt in der Neuevangelisation tätig bist, kannst du sicherlich bestätigen, da wird viel diskutiert. Da werden Pastoralkonzepte erstellt. Synodaler Weg wird gemacht und jetzt eine Synode. Wohlgemerkt, ich will nichts dagegen aussprechen, aber ist es nicht so, dass man viel zu viel diskutiert, argumentiert, sich fragt, ja, warum dürfen denn die und die nicht Priester, warum darf das nicht, warum und warum und warum? Aber letztendlich, die Menschen, die das fragen, haben sich noch nie wirklich berühren lassen von Jesus. Einerseits von der Bibel, der Wort Gottes, dann von der Tradition der Kirche, gerade zum Beispiel in der Fronleichnamsprozession oder auch andere Traditionen, die wir haben, von der Lehre der Kirche, von der Botschaft, die die Kirche verkündet, weil sie verhärtet sind im Herzen. Und wenn ich nach Medjugorje schaue und nur schon diese 5 Steine, ich glaube, die kennen alle, oder? Da muss ich nicht aufzählen. Die werden alle kennen, sonst kann man die nachschauen. Fasten, Gebet und so weiter, Rosenkranz. Und diese 5 Steine, das kann doch nur jemand leben wirklich, wenn er sich schon mal hat berühren lassen von ihm, von Gott, von der Botschaft. Wenn er vertraut, dass das auch die Wahrheit ist und dass das letztendlich das Ziel ist, auf das wir hingehen sollen. Und diese Frau, diese Witwe, die gibt nun alles dem Herrn. Und der Herr kann sie so auch berühren. Oder? Der sich selbst ganz leer macht, um die Leere der anderen zu füllen, der wird selbst erfüllt mit einem tiefen Frieden und Freude. Das ist das Erste. Hingabe und sich berühren lassen. Damit das überhaupt geschieht, braucht es das Zweite. Und das sehen wir auch hier im Evangelium. Da heißt es, nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten. Sie gehen gern in langen Gewändern umher, lieben es, wenn man sie auf den Straßen und Plätzen grüßen wollen, in der Synagoge die vordersten Sitze und bei jedem Festemahl die Ehrenplätze haben. Kennt ihr, oder? Hand aufs Herz, haben wir irgendwo alle manchmal, oder? So, wir wollen geliebt sein, anerkannt sein. Wir wollen irgendetwas gelten in der Gesellschaft, unter den Freunden. Wir wollen wirklich, dass man uns irgendwo auch schätzt und erkennt. Und sicherlich ist das auch etwas, was sein darf. Aber Paulus sagt ja auch, oder der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Und letztendlich kommt dieser Drang nach Anerkennung, nach Geliebtsein von unserer unerlösten Natur her. Nicht von der erlösten Natur, die wir durch die Taufe empfangen haben, sondern durch die unerlöste Natur kommt dieser Drang danach. Und da ist eine Gefahr, dass wir eben Fassaden aufbauen. Ich stelle mir das so vor, wie da, ich habe früher gerne so Westernfilme geschaut, ich weiß nicht vorbildlich, aber das war so schön für mich, diese Western, dieses ganze Drumherum. Und wenn man manchmal so sieht in diesen Filmen, wie da gefilmt wird, in diesen Städten, da sieht man diese schönen Gebäude, aber wenn du manchmal so ein bisschen hinter das Gebäude siehst, dann siehst du, dass das einfach nur eine Fassade ist und hinten ist so eine Bruchbude. 2 Stöcke, aber unten ist nur 1 Stock hinten. Einfach nur vorne sieht es schön aus, aber hinten ist nichts. Und diese Gefahr ist auch in unserem Christsein, dass wir nicht wirklich authentisch sind, dass wir es nicht zulassen, wirklich so zu sein, wie wir ja letztlich vor Gott ja auch sind. Vor Gott können wir unser wirkliches Ich nie verbergen.
Wir können ihm nichts vorspielen, aber vor den Menschen spielen wir sehr viel vor. Oder vielleicht kennt ihr diese Geschichte auch schon gehört. Ein junger Bub kommt zu seinem Papa nach Hause. Papa, Papa, bei der Migros ist ein ganz alter Mann, gib mir doch einen Schweizer Franken. Und der Papa stolz, weil mein Sohn sorgt sich für die Armen, schön. Und nimmt den Schweizer Franken vor und sagt, ja, was sitzt er denn dort? Nein, nein, er verkauft Glasse. Aha, okay. Oder falsche Absichten kennen wir auch in unserem Leben. Die Gefahr ist, dass wir nicht wirklich uns selbst sind. Letztendlich uns selber etwas vorspielen, den Mitmenschen etwas vorspielen und sogar Gott etwas vorspielen wollen. Und eigentlich eine Heiligkeit propagieren gegen außen, die wir gar nicht wirklich sind. Deshalb die Frau, wenn es heißt, die kommt mit allem, was sie hat, mit ihrem ganzen Besitz, wisst ihr, das heißt auch mit ihrer Schwäche, mit ihren Verletzungen, mit ihrer Gebrochenheit, mit der alltäglichen Widrigkeiten, stellt euch vor, eine arme Witwe, das heißt, die hatte keine Pensionskasse mehr, weil wahrscheinlich der Sohn gestorben ist, die war völlig ausgeliefert der Welt. Die ist aber auch gekommen mit ihren Talenten und Gaben, die sie von Gott bekommen hat. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht das, was wir vielleicht gut können, als Fassade aufstellen und das, was wir nicht gut können, eine Fassade drumherum machen, damit es niemand sieht. Denn vor Gott sollen wir so sein, wie wir sind. Er sieht unser Herz. Der dritte Punkt und letzte, also das erste ist Hingabe, sich berühren zu lassen. Dann das zweite, authentisch zu sein vor dem Herrn, echt. Und das dritte ist noch das alles Entscheidende, weil wenn das nicht ist, können die anderen beiden gar nicht erst fruchten. Und das ist etwas, was wir sehr schnell vergessen in unserem Leben. Man sagt es ja so, wir sind alle geliebte Kinder Gottes. Gott liebt uns alle, oder? Sagen wir so schnell, Gott liebt uns. Aber wirklich dieses Bewusstsein, Gott liebt mich. Mich, Philipp, euch auch, ja, aber er liebt mich. Dieses Bewusstsein wirklich haben, der Herr liebt uns so, wie wir sind. Am Jordan, als Jesus sich in die Reihe der Sünder einreihte und zur Taufe schritt, öffnet sich der Himmel, der Heilige Geist kam wie Feuerzungen herab. Puff, kam herab. Und der himmlische Vater spricht, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Und jetzt mach mal kurz die Augen zu. Macht sie kurz zu, die Augen. Jeder für sich jetzt. Gott spricht zu dir jetzt. Du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, du. Und an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. So wichtig, wir vergessen das. Zu wissen, dass wir ganz geliebt sind, dass wir so sein dürfen vor ihm, wie wir sind. Das ist das, was grundgelegt sein muss. Die Liebe. Also, lassen wir uns vom Herrn lieben. Wir dürfen wissen, wir sind geliebte Kinder Gottes. Und das heißt Anbetung, wenn wir nachher noch einen Moment der Stille halten. Das heißt wirklich Anbetung. Ich komme und weiß, dass der Herr, der hier ist, mich liebt, ganz. So wie ich bin, mit allem, was ich bin. Und dann soll ich ganz authentisch sein, echt sein, mich nicht verstellen,
mich selbst sein, authentisch, und mich ganz dem Herrn übergeben, ihm mich schenken und so mich berühren lassen von ihm. Dann wird es so sein, wie wir in der ersten Lesung gehört haben, der Mehltopf wurde nicht leer und der Ölkrug versiegte nicht, wie der Herr durch Elia versprochen hatte. Gott wird immer für uns sorgen, mit allem. Und der Ölkrug, natürlich Symbol des Heiligen Geistes, wird immer in uns wohnen.